Hallo ihr Lieben, ich melde mich zurück nach ungefähr einem Monat mal wieder, weil mich viele Instagram-DMs erreicht haben und ich freue mich wirklich über jede einzelne Nachricht. Ich finde es total spannend zu sehen, wie euer Fortschritt ist. Danke auch für die ganzen Fotos, die ihr mir schickt mit dem Vorher-Nachher und ich kann das so richtig mit nachfühlen, was ihr gerade durchmacht, auch mit den Nebenwirkungen und klar, natürlich, man leidet drunter, aber das zahlt sich auf jeden Fall aus für all dieses, für all diese Freude, wenn ihr mir dann diese Vergleiche schickt und das selber irgendwie nochmal seht, so oh, vor einer Woche oder vor 2 Wochen oder vor einem Monat oder vor 2 Monaten war das nochmal ganz, ganz anders. Und wollte da auch nochmal darauf hinweisen, ich bekomme ganz oft die Frage, ja Lilly, nach wie vielen Monaten tut sich denn wirklich was? Und ich merke dadurch, dass mir jetzt wirklich viele Leute so ein bisschen so einen Statusbericht mit Wochenangabe oder Monatsangabe geschickt haben und ich da so ein bisschen selbst schauen konnte, was ich total spannend finde auch. Danke auf jeden Fall für das Vertrauen, für die Fotos, die natürlich sehr persönlich sind. Ja, also mit dieser Recherche kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass es bei jedem Menschen komplett unterschiedlich ist. Es gibt Leute, die im ersten Monat eine komplette Anfangsverschlechterung erfahren. Es gibt Leute, bei denen am Anfang so gar nichts passiert. Es gibt Leute, bei denen zeigt sich wirklich eine Besserung schon nach, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen, dass so diese ganzen kleinen Minisachen weggehen. Und bei manchen Leuten tut sich erst nach dem 4. Monat was. Also gebt eurem Körper Zeit und eurer Haut Ruhe. Und ich denke, man darf sich damit auch nicht so verrückt machen. Es ist leichter gesagt als getan. Ich erinnere mich zurück, dass ich bei mir vor allem jetzt so in den ersten paar Wochen wirklich jeden Tag gehofft habe, dass sich was tut. Und bei mir kam es zum Glück recht schnell, dass ich hatte so eine Akne, wo ich überall wirklich so Mini-Pickel hatte, so ganz, ganz kleine, feine Pickel. Also jetzt, das war hier in dem Bereich zystische Akne, die wirklich unter der Haut war, aber gerade hier und um den Mund herum und auch hier an den Schläfen hatte ich halt diese ganz, ganz kleinen und die sind recht schnell zurückgegangen bei mir. Das bekomme ich auch mit bei anderen, bei manchen, aber nicht bei allen. kann aber trotzdem sagen, dass jede Person, mit der ich jetzt geschrieben habe, das wirklich ist wie Tag und Nacht jetzt nach ein paar Monaten, wenn ich das jetzt so im Vergleich sehe. Ja, und ich wollte auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, ich mache jetzt regelmäßig Videos zu verschiedenen Themen und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir ein Abonnement da lasst, weil ich habe mal geschaut bei den Stats, da kann man ja gucken, wie viele Leute einem folgen und mir folgen halt einfach nur 5% von den Leuten, die meine Videos ansehen und das finde ich ein bisschen schade, weil ich gebe mir ja auch Mühe, ich nehme mir Zeit und ich würde mich total darüber freuen, falls ihr mir folgt, damit ich so ein paar Klicks bekomme. Ist natürlich kein Zwang, aber ich würde mich sehr, sehr freuen. Also deswegen bitte den Abonnement-Button antippen. Und ich habe auf jeden Fall vor, in nächster Zeit so ein bisschen mehr Videos zu dem Thema Minimalismus zu machen. Denn daraus besteht eigentlich gerade mein Leben. Und falls ihr die App Clubhouse kennt, da mache ich auch regelmäßige Minimalismus-Talks. Und habe so langsam ein bisschen das Gefühl, dass die App so ein bisschen einschläft. Und gerade dadurch, dass ja auch nur eine eingeschränkte Nutzung da drin ist, weil das bisher nur für Apple-User möglich ist, kann ich halt auch nicht so viele Leute damit erreichen. Und ich würde gerne, weil das ein Thema ist, was mich total seit 6 Jahren begleitet, gerne darüber sprechen, weil ich auch viele Fragen dazu bekomme. Minimalismus bedeutet ja, dass man mit wenigen Sachen lebt, aber so, dass man natürlich alles zur Verfügung hat. Und je weniger Dinge man halt um sich rum hat, desto mehr kann man sich auf sich fokussieren, so ein bisschen so diese innere Ruhe und Gelassenheit und ja, mentale Stille nenne ich das, weil ich erinnere mich noch daran zurück, als ich damit angefangen habe, war wirklich alles vollgestopft. Jede einzelne Schublade hatte irgendwelchen Kruschelkram. Ich hatte eine Schublade mit Ladekabeln. Ich hatte also wirklich total viel Zeug. Und durch den Minimalismus habe ich jetzt wirklich so eine komplette Grundstruktur reinbekommen, habe komplett ausgemistet. All meine Sachen passen theoretisch in 2 Reisekoffer, wenn ich die Möbel nicht mitzähle. Und da möchte ich mit euch drüber sprechen und euch Fragen beantworten. Und da geht es dann auch demnächst über Minimalismus in der Ernährung. Vielleicht mache ich ein paar Kochvideos. Minimalismus Freundeskreis ausmisten. Hört sich richtig hart an, ist auch hart, aber tut euch auf jeden Fall gut. Wenn man auf einmal sich nur noch mit Menschen umgibt, die einem wirklich was geben, wo man positive Energie aus den Treffen zieht und sich nicht danach irgendwie total erschöpft fühlt,
Das ist sowas, da möchte ich euch gerne so ein bisschen Tipps mit auf den Weg geben. Also bleibt auf jeden Fall dabei, es würde mich sehr freuen. Drückt den Abo-Button, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne die Glocke abonnieren. Und ich bin total gespannt, was kommt in nächster Zeit von meiner Seite. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das mache. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ab dem 1.6. in eine neue Wohnung wieder ziehe. Und ab dann möchte ich, weil ich dann auch eine schöne Küche endlich habe, auch Kochvideos machen regelmäßig. Wie funktioniert eine clean, minimalistische Ernährung und so ein bisschen Sportvideos. Bleibt auf jeden Fall dran, seid gespannt. Ihr könnt mir weiterhin gerne auf Instagram DMs schicken. Ich freue mich auf jeden Fall über jede einzelne Nachricht. Es kann sein, dass ich nicht immer sofort antworte, weil Minimalismus auch im Zeitmanagement wichtig ist. Sorry, falls ihr dieses Müllauto da draußen gerade hören könnt. Ja, auf jeden Fall freue ich mich total darauf, ein bisschen mehr Content zu produzieren. Ich drücke mich immer so ein bisschen davor, deswegen brauche ich auf jeden Fall auch dann und wann mal so ein paar aufmunternde Kommentare oder Insta-DMs, so hey Lili, mach doch mal ein neues Video, weil wenn ich dann irgendwie so ein paar bekomme, dann denke ich mir so, ja doch, könnte ich doch mal wieder machen. Und ja, genau, ihr hört von mir und genau, mein aktueller Hautzustand, ich komme noch mal ein bisschen näher. Alles voll super. Ich habe hier oben jetzt gerade so ein paar Mini-Dinger, aber und hier so einen. Das sind natürlich Sachen, die dann und wann mal vorkommen, wenn man ein bisschen gestresst ist. Und das kam mir in letzter Zeit vor, aber ich bin wieder auf einem guten Weg, auf einem guten Flow. Und das bedeutet, dass es wahrscheinlich die nächste Mal sein wird. Ich beende das Video jetzt, weil dieser Müllwagen, glaube ich, einfach genau unter meinem Fenster steht gerade. Tschüss!